So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der LoL-Serie. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich es jetzt immer so mache, dass am Anfang der Folge ein Recap von der letzten Woche ist, also was im Ranking so passiert ist. Ich habe ziemlich viel verloren und bin mittlerweile zwei Divisions runtergedroppt, aber ich will nicht sagen, dass es an meinen Teams lag, aber ich glaube, Malte könnte über die einen eigenen Rip-Woch machen. What? Wie dem auch sei, wir sind jetzt zurück und geben unser Bestes. Wenn ihr alle Games immer sehen wollt, die ich spiele, dann guckt auf jeden Fall vorbei, wenn ich streame. Link ist in der Beschreibung. Nein, warum? Ich bin Malzahar Mitte. Ich habe rerolled auf Midlane wieder praktisch. Also ich habe ja Jungle Main gespielt, zuerst habe ich gesagt, aber mittlerweile spiele ich jetzt wieder Mitte, weil ich damit, glaube ich, eine höhere Chance habe zu gewinnen. Und ich spiele gegen den Tier. Malzahar ist eine ziemlich langweilige Farmlane großteils. Also ich muss da schauen, wie ich da vorankomme so. Direkt meinen ersten Lasten verkackt, so wie es gehört. Und das AIDS springt nicht weiter. Ich nenne das immer AIDS. AIDS oder Grütze oder keine Ahnung, eigentlich AIDS. Eigentlich ist es AIDS. Das ist wichtig, AIDS für alle, spread the AIDS. Ich habe den neuen Malzahar noch gar nicht so oft gespielt, muss ich sagen. So, das ist jetzt, glaube ich, mein drittes Game oder so. Jungle tut bei den Sheko. Ich sollte eigentlich viel vorsichtiger sein. Ich stehe voll offensiv hier gerade. Ich dachte, vielleicht hat der Sheko invaded, aber der gankt halt einfach irgendwie noch nicht. Und das, obwohl er auch einen Ignite hat, so. Aber der denkt sich so, nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf, eigentlich. Okay, jetzt kommt Sheko. Das ist mein Freund, war obvious. I don't like it. Love it, love it, love it. Okay, nicht singen. Kannst du nicht weggehen, Tier, ne? No, God! No, God, please, no! 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 Ja, hat er weggeghostet. Das war worth Ghost Trade. Unlucky, unlucky. Also bisher ein relativ komisches Game. Ein Sheko, der nicht gankt. Ein TF, der einfach ultet, obwohl ich zwei CCs habe. Weiß nicht genau, wo ich das einordnen soll. Ist ein strangers Game. Wieder, wieder. Dude, der TF hat ihn auch bekommen. Come on. Und das, obwohl Sheko nicht mal gankt. Das ist unfair. Er geht top. Yes. Also der Typ ist halt super braindead, dass der das macht. Ich weiß nicht, wieso der. Denn Ported, es ist halt... Oder zwei Toplane und einen Toplane. Oh, das ist nice. Oh, why? Warum fightet sie das? Okay, wir können es fighten. Moment. Ja, das ist halt... Die Toplane ist halt eine Insel, ne? Also... Der Sinn steht hinter den zwei, zwischen den zwei Toren, während der Mundo einfach vorne rammt. Wo halt kein Tor ist. Er stirbt. Worth. Ich habe so viel Damage, also ohne Scheiß. Die sollen nochmal kommen. Wenn ich Rylee's hab, dann kill ich die beide instant. So, der ist tot. Ich habe das AIDS noch jumpen lassen. Easy, Boys. Outplays. Ich hab extra nicht geultet, damit das AIDS noch weiter rumjumpt, damit das dann mehr Overall Damage macht. Und es hat funktioniert. Ah, da pushen die Void links einfach ran. Nope, da machst du auch nichts. Da machst du auch nichts, TF, du. Boys, boys. Come on, kill her. Ja, hat sie. Sehr stark. Da, Triple Kill. Nice. Good job, boy. Good job, boy. Sehr schön. Aber der Sheko ist halt ein Objective Sheko. Ich weiß halt nicht, was das Ziel von dem ist, weil der ist halt im Late Game komplett nutzlos so. Okay, da kommt die Y. Mit der Ultimate. Nice. Wrecked Scrub. Okay, der Sheko pusht einfach. Der Jinx kann ihn nicht mehr. Der Jinx. Der Jinx. Neuer Champion, wenn Singed und Jinx ein Baby kriegen, heißt der Jinxed. Get Jinxed. Okay. Das ist ein interessantes TP.
Muss man an der Stelle halt mal sagen, dass das echt ein interessantes TP war. Oh shit, Boys, wir müssen dahin. Ich glaube, dafür ghost ich. Und wir können das definitiv fighten. Das hat er nicht interessant. Jetzt ist er tot. Das ist der Fehler gewesen, mein Freund. Das ist der Fehler gewesen. Und jetzt können wir Nashor. Die Teamkomp von denen ist halt super bad und der Shaco ist einfach nur komplett nutzlos. Danach aber Baron, oder? Machen wir jetzt Baron? Ich hab doch... Wir haben Voidlings so. Voidlings machen fucking insane Damage. Why? Warum? Hä? Free Nashor. Wow. Wow, why? Wow. Okay. Wow. Diese Y ist halt ein super Idiot. Ich habe halt keinen Ghost, sonst kann ich da noch was machen vielleicht. Oh ja, whatsoever. Good job, Y. Wow. Ich verstehe nicht, warum sie Mitte gehen so. Ah, es war ein Inferno, kein Elder. Und den haben wir nicht mal bekommen. Gut. Can you stop fucking up so hard? Wir sollten einfach so ein bisschen... Nice. Genau. Genau, that's what I'm talking about. Mit Chachos. Jetzt sterbt ihr alle. Aber das sind schon mal unsere Base. Fucking Typ, Alter. What the fuck is mit dieser Wire, Alter? I don't get it. Okay, das ist die Stadt. Ist mir egal, wenn das ist die Stadt. Nein, ich hätte auf die Box einfach meinen Dings machen sollen. Meinen Shit. Wenn ich auf die Box meinen Shit gemacht hätte, wäre halt GG. Ich glaube, wir können aber finishen, oder? Können wir finishen? Soll ich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Der Shaco ist halt super useless, oder? Ja, wir können finishen. Das ist nice. Jetzt finish dieses, oh mein Gott, dieses Game, Alter. Was ist das für ein Base Race eigentlich? Fuck my life. Alter, was ist das? Ernsthaft jetzt, was war das für ein Game? Es war einfach alles so strange. Ich habe gar nichts mehr gecheckt. Das ist halt super random gewesen. Oh mein Gott, Alter, das ist insane. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns nächste Woche wieder und checkt den Livestream aus, wenn ihr alle Games live sehen wollt, wie ich climbe. Hoffen wir es. Drückt die Daumen, cross die Finger, ich kann nichts davon. Wir sehen uns nächstes Mal. Haut rein. Ciao.